mit los waren. Kommen zurück zu Risen. Dem Spiel viel zu empfindlicher Maus. Wie habe ich jetzt eigentlich mal beim Gleiter mitgenommen? Naja, Petty anscheinend. Wir erkunden die Schatzinsel. Was? Was? Hm. Könnte der mir noch was beibringen? Nee, wa? Ich bin. Okay, aber außer Härter wollte ich sowieso nichts anderes leveln mehr, ne? So, warte mal. Habe ich jetzt unten mit dem Typen schon geredet? Aber der wollte ja auf diese Schatzinsel eigentlich mit, ne? Das wollte ich ja nicht genau von diesem Schatz. Ich habe übrigens gesehen, dass die Schatzinsel ist ja ein DLC gewesen, ne? Na, dann versuch mal dein Glück. Aber ich kann ihn gar nicht mehr. Also ich könnte Harlock gar nicht mitnehmen, wenn ich wollte. Ist ja interessant. Na gut. Dann gehen wir mal an Land und gucken mal, was hier los ist. Achso, ich könnte mal mit Eldrick reden. Vielleicht gibt es ja hier auch einen... Was ist mit dieser Insel? Meinst du die Gargoyles? Nein, das glaube ich nicht. Bisher wusste ja nicht einmal ich, dass es diese Schatzinsel hier überhaupt gibt. Warum sollten es die Gargoyles wissen? Ja, das ergibt Sinn, denke ich. Was? Warum sollten die Gargoyles das wissen? Die fliegen halt. Die sehen so eine Insel, wenn sie übers Meer fliegen. Komm mit. Nix. Kein Platz für mich. Mein Waffengefährte. Oho. Am besten, wir gehen Schritt für Schritt vor. Guck doch mal, ob du einen Weg ins Innere der Insel findest. Wenn wir nicht weiterkommen, helfen uns bestimmt die Tagebuchseiten meines Vaters irgendwie. Na, hoffentlich. Weil ich ja glücklicherweise auch nicht alles immer erkunde, ne? Ich helfe dir. Weil wir gefliegen sind. Ich weiß nicht, was für Idioten wir es hier zu tun haben. Aber. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Naja, außer Mara, und die hat auch gewonnen. Hallo, Mr. Bitch. Ahoi, Landradin. Ich bin übrigens ärgerlich schlecht in Dialekte nachmachen. Es ist echt zum Heulen. Das raubt mir, glaube ich, auch viel komödiantisches Potenzial. Ich kann einige Witze einfach nicht machen. Obwohl ich mindestens eine Person kenne, die es eh nicht leiden kann, wenn man so Dialekte nachmacht. Nein, sonst. Aber es gibt ja immer eine Person für alles, ne? So, wir haben ein Strandlager gefunden mit einer großen Truhe, jawohl. Vor allem hier ist noch Feuer an, das ist... Was? Ich krieg eine Truhe 85 nicht auf? Das ist ja, ganz was Neues hier. Oder Ring, was habe ich denn nicht gerade? Ring des Inquisitors habe ich. Das ist der beste Ring, ist, ne? Den ich habe. So, hier. Schlossklanken 105. Steife Brise hier an der Küste? Du wohnst an der Küste. Tatsächlich ist bei mir heute Regenwetter. Nicht, dass ich irgendein Verlangen hatte, rauszugehen, aber... Das Problem am Rausgehen für mich ist halt nicht mal, dass es so lange dauert und sinnlos ist. Ach, Ficker. Weil... Ich gehe dann spazieren. Und dann dauert es... Ach, das ist genau andersrum. Ach. Ich muss mich echt mal ein bisschen konzentrieren hier. Moment, hier das. So, jetzt eins zurück. Dann... Hä? Waren das zwei? Das. Dann zwei davon. Dann wieder zurück. Dann hier. Nicht? Oh. Okay, hier. Dann zwei. Dann einmal komplett durchziehen und dann einmal zurückziehen. Junge. Hey, Speer, Schrott, Gold, Bloody Mary, yay. Okay. Kann ich eigentlich noch essen mal? Oh, Rohrfisch. Banane? Wer ist auf dieser Insel? Meine... Bisschen unheimlich. Ja, nee, das ist, wo war ich gerade? Ach ja, rausgehen. Die Straßen sind aber auch laut. Ja. Da hört man mich nicht so laut fluchen. Ja, rausgehen, ganz so schlimm. Also normalerweise nutzt man ja für sowas seinen Arbeitsweg, ne? Also mein Arbeitsweg ist zumindest fußläufig zu erreichen, wenn man es ein bisschen drauf anlegt. Es ginge schneller mit Fahrrad und man könnte auch eine Straßenbahn fahren, dann wäre es ein ganz kurzer Weg, aber ich kann theoretisch auch zur Arbeit laufen. Aktuell zumindest. Was ja nicht ganz angenehm ist. Mache ich aber halt nie, weil Corona ist! Ich war einmal neulich kurz im Büro, aber die neuesten Richtlinien sind, dass alle im Büro dauerhaft Maske tragen müssen, was ja an sich auch eigentlich auch sinnvoll wäre. Aber solange ich die Option habe, zu Hause zu arbeiten, werde ich natürlich das tun, anstatt zur Arbeit zu fahren. Ja. Deswegen fehlt mir so ein bisschen mein morgendlicher Spaziergang, bzw. abendlicher. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich 40 Minuten weniger unterwegs bin am Tag. Vor- und Nachteil.
Das ist ja noch so ein Vieh. Also wenn ich hier auf XP farmen möchte an diesen Riesenkrabben, ist das hier meine Insel, ne? Aber mir fällt gerade ein, das Spiel könnte sowieso ein bisschen lauter sein. Da müsste erstmal durch die nächsten 15 Minuten, weil ich das 100% gestellt habe. Oh, Ertrunkener. Ich versuche wenig zu reden. Ja, etwas viel lauter. Ja, ich habe normalerweise den... Ich habe mich geparried. Ich habe normalerweise den Stream auf minus 6 dB. Beziehungsweise mein Lautsprecher. Weil wir schon Dialoge hören. Aber ich hab was letztes mit OBS aufgenommen. Und aus diesem Grund ist das noch auf 100%. Ich kann aus Risen nicht raustappen. Wie aus allen alten Spielen, die noch richtig toll im Vollbildmodus laufen. Das ist sehr ärgerlich, aber so ist es nun mal leider. Hallo Mystic. Mysti Magic. Mysti Magic. Ah. Echt? Das ist das Schloss? Nachdem ich mich gerade über das andere so unendlich aufgeregt habe, ist ein Piratenhänger. Was kann der denn? Ah, den habe ich schon. Ich wusste, dass das überhaupt bekannt vorkommt. Vor allem Piratenhänger und Pistole und noch ein bisschen Gold. Das ist eigentlich quasi die Anfangskiste schlechthin. Wenn man gleich gut ausgerüstet ist. Wie groß ist die? Ich habe keine Karte gefunden. An sich sieht die Schatzinsel jetzt gar nicht mal so klein aus, ne? Und irgendjemand wohnt hier offensichtlich. Ich meine, wir finden hier die ganze Zeit irgendwelche, wahrscheinlich eingeborene, nehme ich mal an, so wie die Dinger markiert sind. Hier sind sogar Feuer am Strand. Ich hätte vielleicht auch nicht nachts herkommen sollen, sondern tagsüber. Dann wäre es vielleicht alles ein bisschen weniger schlimm gewesen. Aber auf der anderen Seite, nachts die Schatzinsel zu bereisen, hat natürlich irgendwie was. Sein eigenes Flair, oder? Wenn man nachts auf so einer Insel ist, herumschleicht. Und seinen Schatz eingreift. Ich meine, das machst du ja nicht am helllichten Tag. Da sieht die Crew dich am Ende noch. Nein, 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 nein. Sowas wie Schätze vergraben macht man in der Nacht. Selbstverständlich. Und wir finden eine weitere. Warte mal. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh dir mal diese Knochen an. Was zur Hölle ist hier passiert? Psst. Hast du das auch gehört? Was? Es kommt aus dem Fels. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Lass uns lieber abhauen. Zu spät. Die Affenfalle? Was? Ach so, Gorilla. Na gut, vor Gorillas habe ich jetzt nicht so unendlich Angst. Das ist eine eigene Quest. Das sind 1 und 5, wo sind die anderen? Im Nahkampf sind die bestimmt. Aua, sind die bestimmt härter. Da sind die anderen noch gar nicht gespawnt. Ja, wirklich. Ja, aber es waren noch nicht alle. Gorillas sind ja bekannt für ihre überfallene Natur, ne? Das kennt man ja von Gorillas, dass die Leute einfach so komplett... Ich bin mal im Lock, muss heute noch trainieren. Ja, na denn. Oh, sag jetzt nicht, das geht jetzt hier nicht weiter. Oh, Tagebuch. Du hast das Tagebuch meines Vaters gefunden. Yeah. Ja, was bedeutet, dass Harlock schon mal hier war? Ich wusste doch, dass man dem Sack nicht trauen kann. Er wusste von dieser ersten Falle und hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat vielleicht gehofft, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Was machen wir jetzt? Tja, wir gehen erstmal zu Harlock. Knüpfen wir uns Harlock vor. Also gut, dann müssen wir zurück zum Schiff. Ich folge dir. Ich meine, im Zweifel lade ich halt nochmal alles, ne? Sieh schon wieder den Verrat kommen, dass das... Obwohl, das Schiff ist halt voller meiner Leute, ne? Aber trotzdem sind die irgendwie zu wenig Affen gespawnt, oder? Ich würde jetzt schon die restlichen Affen gerne noch erledigen, damit das... Ach, da oben sind die. Ich bin bei. Damit wir die Quest hier abschließen können, ne? Ja, Patty, schön, dass du bei mir bist. Wie wär's, wenn du auch mal... Mistviecher. ...deinen Worten Taten folgen lässt. Ist hier noch ein? Na gut. Es fehlt immer noch ein Gorilla.
Na gut, wenn ich denn... Achso, da oben ist noch... Achso, da geht's nochmal hoch. Na gut, wenn ich denn sowieso zur Harlock muss, dann könnte ich ja direkt nochmal auf den Schiff nochmal eben schlafen gehen. Gorillafell und Zähne. Jawohl. Das ist dann vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht. Weil jetzt sind wir ja nicht mehr am Strand, um welche Schätze zu vergraben. Weil am Strand Schätze zu vergraben wahrscheinlich eh eine doofe Idee ist. Und das ist jetzt so gut. Habe ich ja nicht meine Ikini spazieren, dann kriege ich zu Ende gebracht. Ich glaube nicht, ne? Verborgener Feind. Wie mache ich mich? Ich muss... Okay. Gut, nichts Neues. Also wie gesagt, spazieren gehen ist halt so eine Sache. Ne? Das kostet halt Zeit. Oh, das ist eine einfache Truhe. Das heißt also, hier ist wieder wichtiger Inhalt drin. Weil auf 30 kommst du nur, wenn du die komischen verbogenen Gegenstände findest. Jetzt. So geil, wie so eine einfache Truhe tatsächlich ein Problem noch bedeuten kann. Kugeln, Trank des Schützen und ein Diamant. Ich wäre wieder richtig reich werden könnte ich den auch verticken. Da bin ich immer sehr gespannt jetzt, was Harlock zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wahrscheinlich wird er sich damit rausreden mit: Naja, ich wusste doch eh, dass das schaffst, das hatte ich nicht verwienenswert. Oder letztes Mal waren die Affen noch nicht da. Obwohl das ein bisschen schwer glaubhaft ist, nicht wahr? Ist die Drachen beim letzten... Drachen, ja. Bin ich doof? Ich kann einfach so zum Schiff reisen. Ha. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Ja, ganz recht. Achso, warte mal. Ich hätte wieder... Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen. Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Naja. Komm mit. Ei! Ist natürlich auch geil, wenn ich jetzt einfach Segel setze und einfach wegfahre. Harlock ist abgehauen. Ach. Was? Wieso? Er ist durch eine der Luken ins Meer gesprungen und an den Strand gelaufen. Na toll. Ich wusste, ich hätte ihn besser erschießen sollen. Naja, weit kann er ja nicht gekommen sein. Vor allem, wenn wir jetzt einfach wegsegeln, was will er denn machen? Was, wenn wir jetzt einfach Segel setzen? Na, keine Ahnung, nichts zu sagen. Und wieder zur Insel. Warte, Moment, halt, ich bin ja auch doof. Ich habe doch vorhin noch gesagt, dass ich auf jeden Fall pennen gehen möchte, bevor ich... Komm. Dass ich pennen gehen möchte, bevor ich hier irgendwas mache, weil es halt Nacht und... Na gut, das Regen noch oben drauf macht es natürlich noch unangenehm, aber... Die falsche Etage. Nee, die richtige Etage. Hier. So. Es regnet bestimmt immer noch. Natürlich regnet es immer noch. Aber... Immerhin... Sehen wir mal, was ein bisschen Licht ist. Ist doch von dem geil, dass das da vorne ein Ruderboot ist und hier ein Ruderboot ist, weil das so nah dran ist, das Schiff. Ja gut, der wird wahrscheinlich dann am Feuer links sein, oder? Ach cool, die Wellen gehen hier auch durch den Boot. Das erinnert mich an Valheim. Ich sehe das auch immer. Dass die Wellen vom Meer kommen. Wenn mich jetzt überfallen möchte, der gute Harlock. Dass wie die Wellen hier einfach komplett durch das Feuer gehen. Ich meine, der sitzt hier total seelenruhig. Als ob. Tja, ne? Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das? Ja, ist mir wohl entfallen. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Ich muss dich einfach verraten fürs. Ich werde dich einfach auf dieser Insel verrotten lassen. Ohne Schiff kommst du schließlich nicht weit. Ich bin einmal von dieser Insel heruntergekommen. Ich schaffe es auch ein zweites Mal. Na klar, viel Spaß. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer, ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. Hä? Und warum denn überhaupt die ganze Aktion? Ich meine, das ist total sinnlos, oder? Ich meine, warum hat er uns überhaupt denn verraten, nur um den Tier auf der Insel zu sitzen? Ah, das ist ja schon ausnehmend schlechtes Storywriting. Ich meine, welches Interesse hat... Hä? Ich meine, wir haben ihn quasi verschont beim ersten Mal, wo wir ihn aus der Knufengasse hier rausgeholt haben, mehr oder weniger. Oh, und jetzt ist er der Meinung, er verrät uns, hat keine Exit-Strategie, kann gar nichts, außer, na, ich bin schon mal hier irgendwie weggekommen. Was ist das denn? Obwohl ich gerne mal den genug geredet Skill ausprobiert hätte, aber naja.
Für den findet sich bestimmt noch eine Gelegenheit. Wenn wir jetzt gleich hier in das Grab gehen, wird bestimmt alles besser. Obwohl, habe ich irgendeine Ahnung, wie die Tür aufgeht eigentlich? Oder muss ich jetzt gleich nochmal lesen? Obwohl, hier ist einfach nur ein Hebel war. Das war eine Falle meines Vaters. Was denn, die Affen? Ja, das passt zu ihm. Na, dann wissen wir jetzt wenigstens, wovor die Tagebuchseite aus Nesias Grab uns gewarnt hätte. Ich frage mich allerdings, welchen Hinweis Stahlbart hierfür hinterlassen hat. Aha. Kann ich die anderen Seiten nochmal kurz anhören? Nee. Wann das? Kann ich die irgendwie nochmal einsehen, die Dinger? Kann ich nicht, oder doch, warte mal hier. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. GS. Der rechte Weg. Okay, warte mal. Da müssen wir jetzt ein paar Notizen schreiben. Wofür haben wir denn für solche Fälle ein Notizbuch, nicht wahr? Hinweis 2. Der rechte Weg. Wahrscheinlich sagt mir das Patty auch gleich nochmal, das, was ich hier gerade mache, ist total sinnlos. Ich sehe es kommen. So, Hinweis 3. Zum Schlüssel. Am Totenfall nach Süden. An der Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Also. Totenfall Süd. Zwillingspalme Nord. Das ist ein langer Hinweis, ne? Und Grab Nord. Zweimal Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Wenn ich besser zeichnen könnte, könnte ich jetzt hier auch so Symbole malen. Könnte ich jetzt ein Schlüsselsymbol, dann so ein Hufeisen. Schlüssel zum Grip. Grab Süden. Monolith nach Süden. Okay. Und Tagebuchseite 3. Nur der Inhalt eines Grabs ist kostbar, die anderen sind tödlich. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich nie gesehen. Ja gut, nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Das ist kein echter Hinweis, möchte ich mal so feststellen. Das hilft uns ja nicht wirklich weiter, oder? Mein Gott. Welche komischen Vögel hier noch? Ja, gut. Oder ich hau das Vieh einfach alleine auf, um gar kein Problem. Na Udi, dann können wir uns aber... Können wir uns mal gucken, was hier vorne auf uns lauert, aber beim nächsten Mal.